Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ostseeküste im Projekt 2 gegen 1 mit mir und dem lieben Oswald TV Moin. und dem lieben Fabi. Hallöchen. Alter, So, schon Leute. wieder Ober-Ostsee-Küste. Aha. So, Leute, wir kaufen uns schon das Wichtigste. Das, wo uns wir können kaufen. Der Rest werden wir uns mieten, Leute. Welchen mieten wir uns, Ossi? Weiß ich nicht. Von dir Krone, Glas. Holland. Egal. Ah, nimm mir die goldene Mitte. Ja, Honi, können wir gleich kaufen, oder? So ist es nicht. Oh, sie ist schon auf dem Weg dahin. Wir haben hier was Schönes gekauft. Ein Ich? Überladewagen. Den parken wir kurz an Seite, dass der andere ja auch durchkommt. Was für einen Feldhäcksler nehmen wir uns denn, Leute? Was ist denn mit dem Lenkrad los, Alter? Mit Jetzt mit dem geht Lenkrad es. oder was? Hä? Jetzt mit Lenkrad? Nee, warum da dieses Lenkrad nicht so schnell wieder zurückstellt? Zurücklenkt. Wenn ich mit Lenkrad spiele, ich kann schon ein bisschen. Ja, können wir extra lang, Leute. Dann geht das auch gut. €20.000 oder? Danke für nichts. Bitte. Nehmen wir noch das Capello. Haben wir 3 oder 4 Vollgewände? Ja, mach ruhig 4. Ach Das nö. Problem ist, ich würde es jetzt Hat kaufen, aber aber. ich miete es, Leute. Ah, halt. Ah. Der hat den Kurs hinten generiert, hat hier vorne. Was habt ihr für einen Hexer genommen? Holland. Ja, sonst setz hier kurz an, dann fährst du ein Stück rein. Ich setz hier nirgendwo an. Hilfe! Was hab ich denn jetzt wieder hier gemacht? Das habe ich auch öfter, dass du da machst. Ich Nee. warte darauf, dass jetzt irgendeine Pappel da Ah, nein, ich hab reinhängt. des 9 Meter Hä? genommen. Okay, gut. Mit dem Rohr, du bist ein bisschen weit rechts Nein, gefahren, ne? nein, nein. Gerade fahren, wo bleibst du denn? Aber da hab ich hinter mir geguckt, dann Mist. Ich habe auf den Fuchstest gewartet. Fuchs, das willst du haben, okay. Nee, alles gut. Oh, klappt doch vielleicht noch langsamer aus, hast du ja recht. Ich muss es wissen, bevor ich das mache, bevor ich irgendwas mache, wo ich bereue, ob's der Fan packt die 9 Meter, das ist die andere Frage. So, ich fahre Häcksler. Wenn es 9 Meter dafür gibt, dann wird er doch packen. Er hat 650 PS und das Ding braucht 750. Ja, packen tut er. Ja, wir haben Rea drauf, weißt du? Normalen Spielstand kein Problem. Aber wir haben ja auch in dem Holland nur 770 PS. Ja, mir gefällt der Katana, deshalb würde ich auch den Katana nachher kaufen, oder? Aber das Problem ist, du musst wissen, ob das geht. Du hattest damals ein Klaas, oder nicht? Nee, ein Katana. Also geht das doch, da hast du das doch gemacht mit dem Anhänger. Ja. Nee, mit dem Anhänger ja schon. Ach, Mann. Fabi. Ja, mit dem Anhänger und dem Gebiss. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Ich habe nicht geguckt, ob das Dings da kann überhaupt das. Aber ich glaube schon. Doch, oder? Grüne Rock. Super.
Oh Junge, eine Bahn sind nicht mal 100%. Verrückt, Alter. Ach ja, hüppa. Es geht. Ach scheiße, dann hättest du es gleich kaufen können, Leute. Hä? Egal. Achso, was ist ein Baum? Egal, egal, egal. Job bestellen. Wurst, 9 Meter. Wir nehmen 3 Vorgewände, Leute. Dann geht das auch richtig gut. Wir hätten noch Silierungsmittel mit reinschmeißen können. Mann! Stimmt, ja. Also, wie viel Prozent bringt das? Ich glaube, nicht 5. Viel. So, doch, gut. Ich glaube 5. Ja, ist doch nicht viel. Ja, bei Silage ist das nicht viel. Danke, okay. Habt ihr jetzt 1 Million Liter Hass oder 1 Million und 50 Liter? Nee, wo. Nee, 50, ne? Ja. Hallo? Es geht so eine Ewigkeit, bis die 95%. Bis sie zusammengeklappt ist, Leute. Alles rückwärts rausfahren, gell? Ja. Rückwärts rausfahren mit einem Case im Nacken oder was? Ja. Wenn wir gleich das nächste. Oh, er fällt wirklich kurz raus. Das ist der. Das hast du genau gesehen, du hast alle Pflanzen kaputt gemacht. Das waren 3. Ja, erstmal ein Boden. Er packt das ganz locker easy. Wir haben richtig Zeitdruck. Wir müssen das große Feld ansehen. Mit Sojaböhnchen, glaube ich. Da kommt Sojaböhnchen drauf. Oder machen wir da Mais drauf? Ich weiß, dass es sehr viel nachher gibt. Aber, Leute, wir brauchen sehr viel für diese BGA zum Laufen zu bringen. Also dauerhaft. ich wundert noch kurz was. Jo, 180.000 Liter schon. Alter. Gerisse, Junge, da geht ja richtig was durch. Lalala. Wenn du den Verbrauch anguckst, ist das nix. Geil, okay. Wir müssen dreschen. Das Feld da drüben ist reif. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen hier auf dieses große Feld Mais drauf. Und auf die zwei kleinen Sojabohnen. Ich glaube, das kommt besser rüber. Das ist 50%, oder Asi? Ja. Du Scheiße. Gerade da. Kann das so gerade gehen? Ja, nicht mehr, weil ich jetzt hängen geblieben bin. Wo, im Spiel? Oder? Du Sau. Hä? Ist der Katan... Nee, der Katano ist ausgegangen. Scheiße! Scheiße, das Silo ist zu kurz für 10 km/h. Das wäre scheiße gekauft. Ja. Ach, ja, okay, ich kriege das auf jeden Fall beim ersten Mal. Jetzt auch schon, was ist denn da los, Leute? War ziemlich verwundert. Hey. So, GPS reinmachen. Ich glaube, das schaffe ich beim ersten Mal nicht. Aber im Vorderdorf fehlt, der Hexer steht ja nicht unten in der Straße gleich. Ja, okay. Ja, also, du musst auf jeden Fall weniger wie 10 km/h fahren, damit du das in einmal einladen kannst. Glaub, wie groß ist deine Karre? 47. Also 2 Kubik mehr. Ja, okay. Ich glaube, optimal ist es einfach immer noch nicht. Ja, ja, schade. Gut. Müssen wir okay, dafür kommt es zu spät. Ja, ich bin jetzt gleich beim Händler, also von daher. Aber er steht nicht lange. Müssen wir jetzt gleich gucken, wie viel. Boah, Alter, das ist aber richtig knapp.
wie die ersten Oh. Ballen runterfliegen. Vielleicht ein bisschen zu weit. Wir haben die Schilder keine Kollision. Wenn es in die Breite geht, Leute, dann wäre es natürlich toll. Wir müssen jetzt gucken. Das Problem ist, mein Lexika ist ein bisschen kleiner. Wenn die Aussehen viel zu hätte, dann wird es genau gepasst. Fabi, ist das unter Sie? Ah ja, okay, gut. Und welches ist jetzt das beste Silo, Fabi? Kann ich dir nicht sagen. Gibt's mehr als 420? Was? Mehr als 420? 420 Stück. Was für so, 420 Ball. Stück? Ball. Ja, das. 10.000 ach so, das größte. Welches war das? Ich weiß gar nicht mehr, welches ich jetzt genommen hatte. Das 180 Ballen kann das, aber 96 kannst du da nur schön reinstellen. Ich muss es ja nicht selbst machen, oder? Also wenn ich jetzt das so mache, dann kriege ich zwei Stück hin. Max auf die ganze Fläche. Und das ist scheiße, Leute. Wenn ich das aber so drehe. Ah, scheiße. Und das hier kurz glatt ziehe. Okay, dann komm mal auch so schnell. Also ich denke, 7 oder 8 oder so. Ich habe Häufchen gemacht. Ich habe dann einfach ausgestellt und bin nochmal andersrum gefahren. Ich bin fast zwei Bahnen gekommen. Jetzt wieder beim Hof oder was? Wir sind jetzt knapp beim Hof, ja. Nein. Kommst du dann nur die vorgewendete Bahn wieder runter? Ja, oder? Müsste. Ja, okay, du kommst auf jeden Fall pünktlich. Ja. Auch scheiße. Ja, gut, aber ich meine, du hast natürlich auch die optimale Position zum Wegfahren. Ja. Wenn du vielleicht geht, kommt an, wo der Hexer steht. Ja gut, das war jetzt die erste Bahn, da kannst du halt nicht rausfahren vorwärts, sondern du musst halt rückwärts setzen. Und was? Ja, gut. Egal. Mach mal so halt. Ein minimaler Vorteil ist auch, der fährt 56. Ja. Gut, also ich weiß auch nicht so viel, aber... ich weiß nicht, auf welcher Fahrgeschwindigkeit ich optimal fahre. 11 km/h ist zu schnell eigentlich, aber andersrum gesehen ist... 10 oder 9 auch wieder zu langsam. Was ist da für eine riesen Ecke stehen geblieben? Ja, weil ich halt nicht am Anfang gemacht habe. Ach so. So. Also Hilfe, jetzt fahren wir da ja durch. Platz ziehen, Leute. Oh. Da, lass uns am Hexer in Ruhe. Hilfe. Ups. Hilfe! Ich war das nicht, ich war der Häcksler. Ich werde von allen Seiten bedrängt. Wir haben noch nicht mal 100.000 Liter im Silo. Doch, haben wir. Doch. Das sieht gut aus. Das sieht einmal gut aus. Was weiß ich, danke. Fabi, eigentlich die Version, wo hast du gemacht, die ist jetzt für nichts. Also dieses Silo hinzustellen bei mir ist ja für Humbug. Ja, ich weiß. Die Version ist sowieso überflüssig mittlerweile. Fahren, Hexer, dann stehen bleiben. Dann müsst ihr eigentlich hier nochmal ein Einfahrt machen, hier. Ja, okay. Irgendwo müssen wir nochmal einen Baum wegnehmen. Hier vorne auf der Ecke am besten. Ja. Ach, Junge, Junge, Junge. Ey, ich müsste, du oder ich, gleich schon mit dem Radlader den Haufen da wegmachen, weil wenn man einmal da einen Haufen drin hat... Das stimmt. Glatt gezogen. Hier vorne ist noch nicht glatt gezogen. Vorne müssen wir noch. Und dann ist das schon gut. Ich fahr nur 53.
Das sag ich schon, das war vielleicht auch ein minimaler. Ja, klar. Ich weiß auch nicht, wie gut deiner wegzieht. Bei meiner braucht relativ lange, bis der beschleunigt hat. Ah, du hast eigentlich stärker noch nicht. Ja, eigentlich habe ich 50 PS, glaube ich, mehr. Ja gut, weil es vom Eigengewicht auch schwer oder sowas, keine Ahnung. Das kann natürlich sein. Und habt ihr die gleiche Muldehänder? Nein. Nein. Ich habe 2 Tonnen weniger. Ah. Ah, jetzt habe ich auch einen Haufen reingemacht. Ne. War nicht ganz so dolle. Weil ich fahre jetzt gerade auch mit ganz normal immer tippeln. So, ne, ich fahre mit Tempomat. Man muss halt einmal herausfinden, was du für Gestellte fahren kannst, dann geht's immer. Ja, ich habe hinten ganz kleinen Häufchen hingelegt, aber das kannst du so man überfahren. Also man kann ja doch nicht mehr, Leute. Auf jeden Fall knapp, 50% bin ich, ja? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ja, sehr schön. Also wir brauchen vielleicht noch irgendwas auf dem Silo, um das platt zu ziehen. Ja. Xerion. Ja. Wir kaufen uns nur dafür so einen alten Xerion. Ja, irgendwann. Wobei eigentlich ein Schiebeschild oder so eine. Ja, ein Schiebeschild reicht eigentlich. Wobei ich sagen muss, Schiebeschild finde ich am Schlepper angenehmer wie am Radlader, aber die Silo-Gabel, die finde ich eigentlich auch richtig gut zum Silo-Schieben. Ich glaube, ich werde da wieder voll, wo du auch voll wurdest, auf so einer Längsbahn. Okay. Ja, ich fahre jetzt gerade den Feldweg rein. Ja, ich soll ganz sicher was oben hinstellen. Leute, wir müssen das. Ernsthaft, wir verdienen jetzt gerade 5000 Euro. Aber es ist mir klar. Die 5000 ist mir wert für 100 Folgen hier noch oder wie viele Folgen wir hier noch machen. Für noch so einen Mist zu haben. Da ist es mir 5000 wert. Ich sag mal so, Jaggy, ich habe letztens herausgefunden, dass ich ganz viele Sachen auch von Ingame, wie zum Beispiel jetzt Höhenmodelle und sowas, übernehmen kann. Aha. Was halt immer ein bisschen blöd wäre, wenn du was im Editor, hier in dem Baumenü machst. Manchmal synchronisiert es nicht vernünftig, ne? Ja, das stimmt. Das ist also richtig so kurz, eigentlich. Das ist leider so. Ah, habt ihr gesagt, ich werd hier in der Ecke voll. Ach, dann passt. Nur der Hexler hat angehalten. Junge! Oh, nee, hat das Feld nicht eigentlich eine Einfahrt hier irgendwo? Ja, ja. Ein Stück weit. Nee, du. Nee, genau da, wo du jetzt bist, müsste die irgendwo sein. Ja, ja. Ja, reingefahren bin ich da auch. Ich hab jetzt. Gestern. Hallo! Hab ich auch einen Livestream geguckt, da haben die auch Grünrohren gehäckselt. Oh! Mach bitte starker Bauer an. Ja, und danke, danke, vielmals. Ich bin mich gerade irgendwie richtig festgefahren, Alter. Das war die Leibplanke. Kann ich wieder ausmachen? Ja. Okay. Und es gibt jetzt wohl einen Mod für so Automatikgetriebe, dass das Getriebe beschädigt werden kann oder überhitzen kann oder so. Okay. Dann musst du das auch wirklich in Anführungsstrichen kalt machen, indem du dann ein bisschen Standgas gibst und dabei stehst und das halt nicht belastest oder so. Ach so, ja. Gut. Und vorher auch ein bisschen warm laufen lassen, damit das halt ein bisschen auf Betriebstemperatur kommt und sowas. Also, ich muss das gleich hier verdrehen, Leute. Und Beschleunigungsrampen. Also, ich muss abladen. Die Abladeseite muss hier hin, Leute. Eigentlich kann man aus alles noch voll viel rausmachen. Ja. Finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm, dass sie jetzt nur alle 3 Jahre oder alle 4 sogar alles total rausbringen. Das stimmt. Ja, das ist so. Weil dann haben die Mod auch schon Zeit, richtig geile Mods zu machen. Hä? Ventitus, willst du nicht mal angehen? Junge, ich hab's wieder nicht bemerkt. Oh, Mann! Andere Silo müssen wir auch schon voll machen mit Hä? Weil da ist auch schon grün Rocken im anderen Silo. Ich hab das immer noch nicht verstanden akustisch. Wir müssen ins andere Silo auch Grünrocken reinmachen, weil da ist jetzt was drin. Achso, ja, ist ja egal. Grünrocken ist ganz normal das Hexelgut. Ja, ja. Ich bin sowieso davon ausgegangen, dass wenn beide Silos reinfahren, nachdem ich gesehen habe, dass nach 2-mal Fahren schon so viel da drin ist.
Also von daher. Ich weiß natürlich nicht ganz genau, wie man. Oder drittes Kilo. Ja gut, ich sag mal so, wir können die ja verlängern auch noch. Er ist schon wieder. Deswegen habe ich die extra dahin. Digga, also ich weiß es ja auch nicht, Junge. Also ich weiß nicht, wo du hinschaust. Junge! Auf jeden Fall schaust du nicht auf die Zeit. 20 Minuten, danke für nichts. Gut. Hey Freunde, ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.